Oh Mensch, ich finde diesen Ton ja jetzt schon anstrengend. Und damit einmal willkommen zu einem neuen Eidergemeins-Vorstellungsvideo von mir, Hamna Hamna, für euch. Und zwar, ja, wir werden heute der Plup Adventure Idol, werde ich euch mal vorstellen. Und ganz ehrlich, ich schalte den Kram aus, der nervt mich ja jetzt schon tierisch. Stattdessen gibt es wieder NCS für Musik. Ist auch besser zur Untermalung. So, ja. Das ist einmal Plop Adventure Idol, also wie gesagt, der Ton habe ich hier gerade selber hier oben ausgestellt. Das verträgt sich nicht. Ja, ist einmal ein Spiel von Valhalla 244 und ist am 4. Mai diesen Jahres rausgekommen. Also, ja, könnte man noch fast sagen, relativ, ja, neu, mittendrin. Und, ja. Und es handelt sich dabei um was mit Upgrades, Incremente und Idol. Ja, dann gucken wir einmal. Ja, um was geht es? Gute Frage, um was geht es hier eigentlich? Help Plup the Cursus Slam in this adventure. Train, upgrade and overcome various obstacles in Poo. Ja gut. Photo for Nocle, a treasure, conquer the mysterious dungeon and help your power Plup Adventure Idol. Okay, da sehen wir irgendeinem Plup helfen. Na, mal schauen. Ja, das ist hier das Slot. Also, so wie das ist, ich kenne das gar nicht. Wir gucken mal. Gut, wir haben hier drei Werte. Move Stage hier. Ach, das hier. Ach so, das haben wir gedrückt. Haben hier. Aha. Okay, und dafür, dass es das macht, kriegen wir hier diese gelben Quadrate. Okay, Skills, Bounce, Jump, Crawl, okay. Gut, und dann macht es und kriegen wir da irgendwie mehr Punkte oder was weiß ich. Charge es zweimal, einmal, okay. Achso, dieses zweimal brauchen wir denn hier für Catwheel vor der Sortier. Also. Ja, dann los. Aha, das hat er nicht geschafft. Okay. Okay, da muss er hier. Squall. Das heißt, wie ich richtig lese, Basis geht über Crawl. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich das hier aufwerten. Gucken, wenn ich das hier vielleicht wieder rausnehme. Moment. Okay, vielleicht ja jetzt. Cool. Ach, hier, guck mal, da steht ja nie zwei. Er braucht also zwei davon, nicht ein. Okay, gehen wir wieder zurück. Was können wir hier machen? Options. Ah, okay. Und einmal Stats Point. Okay. Okay, ich will dich ganz schlau daraus, aber wir können nur dieses Bounce jetzt machen. Ach, guck mal, wir können das Level hier sogar erweitern. Zack. Indem wir einfach hier nochmal Level Stages hinzufügen. Aha. Need ein, okay. Wie will ich? Achso, hier. Gut, wenn ich jetzt noch hinzufüge. 1, 1, 1. Okay, das heißt, da muss er einmal springen. Dieses Crawl und einmal Jump, damit er da hinkommt. Achso, dafür kriegen wir dann die Punkte. Ah, okay. Und damit wir diesen dann schaffen, brauchen wir davon eigentlich nur zwei. Das heißt, um es ein bisschen kürzer zu machen. Reicht es eigentlich, das hier nur zu machen? Damit wir halt von diesen lilanen Kreisen was kriegen. Guck mal, dann können wir hier auf Skills gehen. So, davon einmal haben wir jetzt zwei. Dann können wir hier gehen und das hier dann machen, ne? Zack, zack. Ha, Dungeon geschafft. Okay, da brauchen wir 1, 2, 1. Gut, dann gehe ich nochmal hier rein und hier. Ach, guck mal, da haben wir jetzt. Nee.
Darum haben wir das hier jetzt. Ach so, okay. Ach, guck mal, indem wir... Ah. Okay, da soll man gucken. Ach, guck mal, dadurch können wir das Dungeon für uns verbessern. 1, 2, 1. Ach so, je länger die Strecke für ihn wird, desto höher fällt der dementsprechende Bonus aus. Das ist, wenn er jetzt 3, 4, 4. Na, guck mal. Und das kriegen wir dann als Bonus. Das ist zum Beispiel gar nicht so schlecht. Okay, mal bewenschen wir schlau daraus. Mal guck mal, da haben wir jetzt 3 machen. Jetzt können wir mal gucken, kommen wir das denn mit den Dungeon schaffen? Ja. Ja, let's go. Durch den Dungeon. Geschafft. Quarter Point plus 5% plus Courage, Cunning and Wisdom. Ach, jetzt habe ich hier dafür Talent. Oh, wer ist das denn jetzt? Corinth Bonus. Achso, wir sollen jetzt diesen Flur dafür schauen. Dafür brauchen wir 2, 1, 2. Das können wir sogar jetzt schon schaffen. Das mache ich jetzt mal. Oh, komm mal, wir können hier jeweils Upgrades holen. Zack. Reward for this for Tier 1 Stage Option. Okay. Was machen wir heute? 2, 2, 2. Ja, können wir auch machen. Kein Plan. Zack. Wie war's für das? Okay, ich gehe mal wieder zurück. So, es gibt da irgendwie, dass wir hier eine Option von hier Stage Options. Weiß ich gar nicht, was man damit genau macht. Ach, guck mal, dadurch können wir unseren Sachen. So. 2, 3, 1. Okay, wenn ich die jetzt hier weiter. 2, 3. Dafür brauchen wir noch 1. Achso, nee, nee, das ist die. Ja. Oh, guck mal. Ach, guck mal, dann müssen wir hier mal, bis der hier wieder hoch ist und hier. Mhm. So, was gibt es hier bei Talent? Ich, das Typ hat die Chance auf einen Multiplier. Ach so. Ja, dann holen wir uns die Multiplier einmal. Aber wie schick animiert das ist, ne? Guck mal, für das hier brauchen wir zum Beispiel 3, 2, 3. Können wir es schaffen? Let's go. Ja, dann geht er hier in den zweiten Dungeon. Oder auf Floor. So, jetzt haben wir hier das nächste. 334. So, warte mal. Können wir nochmal Talent? Achso, ich habe noch gar nicht 100. Okay. Wir können die beiden hier trotzdem mal erweitern. Jetzt haben wir 100. So, jetzt haben wir die Talents uns geholt für alle drei. So, gucken wir einmal hier. Oh, Level. Der zweite Dex, Stealth Dex und... Ach, guck mal. Ah, jetzt weiß ich, was das damit zu tun hat. Pass mal auf. Das hier. Wenn wir hier bei Training hingehen. Guck mal, dann können wir hier jetzt noch einen hin tun. Zack. Jetzt ist hier auch ein Dungeon. Ach, guck mal, das ist also der Int, Dex und Stair. Also Steuerung, Dex und Intelligenz. Okay. Ach, guck mal, indem er die Dungeon auch betritt. Ah, guck mal. So ergibt das ja gerade Sinn. Hm. Und machen wieder ein paar Upgrades. So, Talents haben wir noch keine. Wir können mal gucken, wie weit wir im Dungeon jetzt weiterkommen. 3, 3, 4, das schaffen wir. Let's go. Dafür kriegen wir Tier 1 Stage Option. Was heißt denn das? Tier 1 Stage Option. Das habe ich auch noch nicht verstanden. Hatten wir auch vorhin schon einmal gehabt. Vielleicht kriegen wir dafür ja so einen zusätzlichen Stufenbonus. Hm. Gucken wir mal.
Ah, da haben wir noch einen Dungeon gekriegt. Ein Dungeon der Stärke. Ach, guck mal, und hier können wir jetzt noch zwei hinzutun. Okay. Guck mal einmal, was das Skills überhaupt sagt. 2, 4. Mal guck mal, wir haben schon auf den beiden 9. Das ist schaffen wir also auch leicht. 3, 5, 3. Ach, guck mal, hier können wir sogar jetzt 8 draus machen. Sehr schön. Oh, kleinen Moment, muss mal kurz husten. So, da bin ich wieder. Das haben wir geschafft. Selbstredend. Nochmal Tier. Unstage Options. Okay. 4, 4, 4. Das sollten wir leicht schaffen. So, geschafft. So, was haben wir denn hier eigentlich? State Option. Okay, da können wir speichern, laden. Okay. Talents habe ich noch nichts, ne? Nee. Talents habe ich irgendwie noch gar nichts Interessantes. Ach, guck mal, hier können wir noch ein Level abgehen. Zack. Und hier bei den Int können wir weiter abgehen. Ach, hier bei den Training sehen wir das. Ach, guck mal, den Dungeon können wir jetzt mit hinzufügen. Super. Ach, guck mal, der Dungeon erreicht sogar gleich nächstes Level. So, was brauchen wir denn jetzt dafür? Ja, ich tue mich manchmal doch noch so ein bisschen verhaspeln. Ja, das schaffen wir. 5, 5, 5. Wir haben 10, 10, 8. Den Dungeon schaffen wir eigentlich auch sogar relativ leicht. Guck mal, hier haben wir jetzt 9. Fast 10 sogar. Das ist super. Guck mal, Covent-Bonus, alles auf 18%. Das klingt gar nicht mal so schlecht. Geschafft, wa? New Skills, New Trip. Ja, let's go. Neue Skills, ich bin gespannt. Speed, haben wir sogar was? Okay. New Skills, New Trip. Ja, ich bin gespannt. Gut, wir haben noch keinen Raum, aber dafür haben wir die beiden Räume, die wir abstufen können. Okay, Trip, was ist das denn? Distanzrekord. Tap 10 mal to Rebirth. You will get no mal Rebirth Multiplier. Okay. Distance Travel. Mhm. Nochmal was Skills gucken. 4, 3, 4, 5, Need. High Jump, Skater. Aha. Ach, für solche hohen okay, jetzt verstehe ich. Das sind erweiterte hier Herausforderungen. Jetzt check ich da. Ach, guck mal, hier auch ein Raumlevel ab. Ach, guck mal, die müssen wir wahrscheinlich so hoch skillen, dass wir wahrscheinlich hier den Roadtrip dann schaffen. Gut, wir machen den dann hier auch nochmal. Die dann, die wir hier zu haben, benötigen ja nur die hier die Basis-Skills. Das hier sind ja schon, ich sag's mal so, die erweiterten, finde ich. Und guck mal, wir kriegen ja bei den Linien ja schon ordentlich einen dicken Bonus rein, ne? Ach, gucke mal, jetzt haben wir hier auch schon 3, 2, 2. Neue Talente. Apropos, wir haben. Ne, haben wir nicht. Neue Skills und Trip. Distanzrekord, okay. Wir gucken einfach mal, was passiert. Distanz Tablet Record, ja. Okay, da hat er anscheinend wohl abgesegelt. Gut. Haben wir eigentlich neue Welten? Ne, haben wir nicht. Okay, ja gut, dann machen wir einfach hier Dungeon weiter. Trainieren tut er von alleine ganz gut. Apropos, wir können ja mal kurz gucken. Doch, das hier können wir weiter an Tier auf 9. Ah, guck mal, da kommen ja ganz schöne Räume hier zusammen, ne? Ach, guck mal, hier können wir auch schon nichts im Multiplier machen. Also Chance auf einen höheren Multiplier. Oh, habe ich das jetzt dadurch abgebrochen? 6, 6, 7. Alles klar.
legen wir mal hier los und dann gucken wir mal. Das hier scheint wohl die Stufe zu sein. Prozessor und dann noch more stuff. Okay. Aber ich glaube, so ein bisschen scheine ich den Dreh rauszukriegen. So. Na, guck mal, wir können die Stage hier jetzt auch erweitern und die letzte Zukunft können wir auch erweitern. Na, guck mal, können wir den auf 13 machen? Machen wir die auf 12 und hier beide auch gleich auf 12. Ich mag es, wenn es ein bisschen so symmetrisch läuft. Okay, der Reverb Multiplier muss ich wohl erst durch die Entfernung, die mein hier Bloop da zurücklegen kann, erst noch wohl, ja, hoch genug kriegen. So, sind die beiden auch auf 12, 12, 12, 3, 3, 3. Finde ich gut. Okay, hier, hau mal Dungeon rein. Wir haben 6, 7, 6, 1, 2, 1. Oh. Ach, guck mal, da müssen wir unseren Bloop ja quasi Skills beibringen. Ah, okay, das check ich's. Also, das mag zumindest wirklich interessant sein. Mal ein bisschen größer, sieht auch ein bisschen besser aus, wenn man das hier mehr im Fokus hat. Okay, und da sollten wir wohl irgendwie ein bisschen gucken. So. Hier zwei Stage Options. Was heißt das denn jetzt? Oh, wir haben eine neue Stage dazu gekriegt. Moment, ich muss erstmal Training. So. Stage Tier 1, Stage Tier 1, Tier 1. Ach, guck mal, da gibt es wahrscheinlich noch verschiedene Tiere. So. Ingwer Shang. Okay, wir haben die Multiplier mal weiter hochgejagt. Ja, schaffen wir mal den Dungeon, ne? Zack. Tier 2 Stage Option. Okay. Also, wir können uns damit eine neue Stage öffnen. Na, mal schauen, was da kommt. Ich bin gespannt. Da haben wir nichts. Das hier können wir auf Level 3 machen. So, alle drei mal auf 4. Mal guck mal, hier benötigt er schon 9. Ich hier mal auf 5. Ach, hier hat er. Okay. Okay, das ist für die Stärke. Gut. Was ich sonst machen will beim Training, dass ich den dicken hier wegnehme und den kleinen neuen hier dazu hinfüge. So. Ich denke mal, daraus kriegen wir wahrscheinlich mehr Stärke raus und dann, ja, lasse ich mich mal überraschen. Wir können ja auch Spaß haben, ja nochmal diesen Trip ausprobieren. Können aber Skills gucken. Hier nochmal 5. Hier auch 5. Na, guck mal, 0,1. Ja, da sehen wir doch gleich ab. Pass mal auf. Lange hält er das nicht durch. Na, guck mal, die Stärke so erhöht sich so dermaßen. Pass mal auf, wir gucken lieber, dass wir die. Gut, dann wird das noch nicht so viel bringen, aber dafür hier dann. Trip wird es noch nicht, aber Dungeon wird uns was bringen. Ja, ich würde doch mal sagen, nicht lang phasen, let's go. Das schafft er hier. Und der Speed-Ding scheint sich auf irgendeine Art und Weise zu erhöhen, beträgt 102%. Wir haben wohl gerade einen 2%igen Bonus. Ich guck gerade. Hm.
Gut, Grund dafür finde ich jetzt gerade indirekt jetzt keine. Aber mal schauen. Gut, dann hat er wohl geschafft. Gleich den nächsten. Hier machen wir mal 13 und dann. Ja. Machen wir hier auf 7. Wenn man auch wechselt, habe ich. Tierstage 5 Options. Ach, guck mal, dann fügt er uns hier einen 9 hinzu. Weil ich glaube, hierfür. Der haut den Multiplikator so hoch, schätze ich. Das, ja. Na, guck mal, geschafft. Dafür haben wir ein neues Biom. Und zwar ein Dex. Gut, dann müssen wir mal zu Training gehen. Den Dex, den nehmen wir dann raus und fügen den hier dann ein. Guck mal, der hat sogar jetzt schon eine zweite Stufe. Das ist gut. Guck mal, die anderen bauen dadurch jetzt ein bisschen ab. Aber das geht schon in Ordnung. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ah, okay, gut. Gut, wollen wir mal gucken. Talent ist nichts. Hier können wir uns nochmal einen Bonus holen. 14, 14, 14. 8. Go. Weil die Anforderungen dafür sind noch in Ordnung. Machen wir hier 15. Weil der verlangt ja doch schon eine hohe Anzahl an Bounce. Also das Spiel stellt sich weitaus interessanter, als ich mir gedacht hätte. Also es kann schon daran halt sein, so ein kleiner Blub da. Aber man merkt, es ist noch Arbeit drin. Also das, ja. Oh, hier mal 16. So, können wir wieder in einer Tour schaffen. Let's go. Ah, es gibt als nächstes neue Talente. Warte mal, haben wir jetzt schon einen neuen Flug gekriegt? Nee, ne? Nee, sieht es nicht so aus. Talent, nee. Nee, haben wir anscheinend nur den Bonus gekriegt. Okay. Wie gesagt, interessant, ehrlich gesagt. Also hat mich echt überrascht. Ich hätte gedacht nicht, dass das so vielleicht abwägen sein muss, aber doch. Und wie das erst nach dem Wibert sein wird hier, das dürfte uns dann ja auch noch später nochmal interessieren. Na. Gut. Hier können wir sowieso mal auf 15 machen. 16. 9. Irgendwie kriegen wir viel mehr Jump als vorher. Guck mal nach. Obwohl wir nur den Klang hier haben. Aber klar, die Tier 2 dauern dann wahrscheinlich länger und es gibt wahrscheinlich noch ganz viele Tiere extra. Also ich glaube, damit darf man sich ruhig mal eine Weile mit beschäftigen. Ach nee, wird nicht pausiert. Okay, das ist gut. Wir probieren noch mal zur letzten Ehre. Ach, guck mal, wir können auch währenddessen wechseln, ne? Das, ja, das ist wirklich egal. Das ist sehr gut. Finde ich sogar eigentlich gar nicht so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Okay, da würde ich sagen, nehme ich den grünen hier raus und hau mal den hier rein. Dass wir hier mal ein bisschen Stärke-Bonus kriegen, weil wir so viel für den Dex kriegen. Dass ich ehrlich gesagt gerade nicht genau damit weiß, wohin damit. Oh, Joris ist ein Twip. 43, weiter kam man nicht. Schade. Na gut. Ach, guck mal. Tun wir das mal weg. So, Tier 2. Int. So, das können wir auch auf Level 2. Was haben wir hier? Okay, neue Dings-Optionen. Und wie hoch können diese Teil-Levels gehen? Also, nee, 9 ist Maxi-Level. Okay, höher geht's nicht. Gut.
Ach ja, wir können ja sonst schon mal den nächsten Dungeon einfach starten. Ich weiß zwar nicht sofort, ob wir den schaffen. Was ist das denn hier? Special Modifier, ja, dann mach mal. Alles ruhig an Toiletten kaufen, was wir uns leisten können. Kann, glaube ich, sowieso nicht schaden. Ja, machen wir gleich nochmal in der letzten 2 Minuten Phase. Ich glaube nicht, dass wir bis dahin noch relativ weit kommen. Und guck mal, hier Level 3 können wir aufrüsten. Da sind die Tier 3 Dinger. Na, guck mal, hier können wir nochmal kaufen. Yeah. Ja. Können wir den Dungeon schaffen? Ich starte das einfach mal. Das haut das Grüne aber immer noch so hoch, ne? Warum? Wir haben nur das zweite Grüne hier. Naja, vielleicht durch den späteren Multiplikator? Ich meine, wenn man mal guckt, der kriegt da trotzdem schon was. Oder die das jetzt am Dungeon? Das ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Das weiß ich gerade selber nicht, was ich davon halten soll. Merkwürdig, merkwürdig. Ne, wir können noch ganz kurz warten. Eine Minute haben wir noch. So, nochmal 2 Talentpunkte holen. Hier nochmal ein Dungeon-Level aufsteigen. Sind hier auch nochmal. Ne, oh, dafür haben wir aber noch ein Stärke-Ding reinbekommen. Gut, das heißt, können wir den rausnehmen und den hier einfügen. Ach, guck mal, man kann die Dungeon sogar tauschen, wenn man will. Ich sag, guck mal rein hier, der Multiplikator für Grün steigt echt krass und ich weiß echt gesagt nicht mal ganz, wovon. Ach so, guck mal hier, Stat Points, okay. Wofür Stat Points? Speed, ah, Bonus Speed, ach so. Okay, ich glaube, dementsprechend werde ich schon schlau. Gut, was ich mit den Startpoint mache, das kommt wahrscheinlich erst später. Option kann ich noch nichts machen. Hier kann ich auch noch nichts machen. So, dann würde ich mal sagen, wir lassen mal unseren letzten Trip hier mal loslaufen. Zack, let's go. Mal gucken, wie weit wir jetzt mit dem Vieh kommen. So, noch mal irgendwas, was wir hochpushen sollten. So, wollen wir mal gucken. Also 45 war unser Rekord. Da sind wir wieder. Ja, wir jumpen ganz schön, ne? Lisa, bin ich gespannt, was das sagt. Oh, unseren einen Distanz haben wir auf jeden Fall schon mal gebrochen. Oh, 0,5. Schade. Da haben wir es nicht mehr geschafft. Okay. Tab 10 mal to revert, you will get 0,5. Okay, machen wir mal. Hä? Tab 10 mal to revert, you will get. Hab ich doch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Ach, der Button ist noch nicht frei. Okay, der Button ist noch nicht grün, deswegen. Na gut, schade. Ich dachte, vielleicht hätte ich das schon mal zeigen können. So, nochmal irgendwelche Upgrades kaufen. So. Ja, das war auf jeden Fall Plup Adventure Idle. Wenn euch das Spiel im weiteren Verlauf interessiert, zum Beispiel, wann der Rebirth eintreffen wird, Link findet ihr unten in der Beschreibung. Ansonsten, viel Spaß für euch, dieses Spiel. Und dann würde ich sagen,
Das war's von den Idegamers. Das war's mit euer Hamla Hamla. Ciao. Bis zum nächsten Mal, Leute. Danke, dass ihr reingeschaltet habt.